Rennen, Marina Bay, Suizok, der große Preis von Singapur. In der Nacht, unser Ziel für das Rennen ist, werde Vierter oder besser. Das ist die Aufgabe, oder unser Ziel. Nein, falsches Setup, ich bin mit dem zweiten gefahren. Ihr habt es im Training und im Qualifying gesehen. Die Startaufstellung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schlimmer hätte es eigentlich nicht laufen können. Denn beide Red Bull starten noch von der ersten Reihe. Unser WM-Gegner hier, Sebastian Vettel, startet nämlich von der Pole Position. Zweiter ist Marc Webber. Dann kommt der Rivale von uns, das ist Fernando Alonso auf der 3. Vierter Massa, beide Ferrari in der zweiten Startreihe. Dann kommt eine McLaren, dritte Reihe mit Jenson Button und Lewis Hamilton. Die vierte Reihe gehört Mercedes komischerweise mit Rosberg und Schumacher. Die neunte, ja, wer hätte es gedacht, ja, gehört Renault bzw. Lotus mit Vitaly Petrov und Nick Heidfeld. Danach ist es aber nicht mehr so einfach. Dann kommt die Kobayashi, Aigaswara, Buemi Peres. Unser Teamkollege ist gerade von der Position 15. Wir arme Schweine starten von ganz hinten. Ja, also es geht bei mir eigentlich nur darum, Schadensbegrenzung zu machen. So, im Rennen warten wir keinen Regen, Gott sei Dank. Es werden hier 61 Runden gefahren, also es kann viel passieren. Hier in Singapur eine Runde ist genau 5,1 Kilometer lang. Die Renndistanz beträgt 309,4 Kilometer. Und der Rundrekord wurde von Kimi Räikkönen aufgestellt, der wieder mitfährt in der wahren Formel 1 im Jahre 2008 mit 1,45,599. Unsere Rennstrategie ist eine Vierstopp-Strategie. Damit bin ich so gut wie fast einverstanden. Okay. Was sagte mir die, du während des ersten Mal werden abgefahren sein, wenn du den zweiten Stop planst? Okay. Was hältst du von dieser Strategie? Reifen wir, wenn wir bis zum Ende des Rennens abgefahren sein? Okay. Na, dann machen wir doch die empfohlene Strategie und gehen eine Runde hier zurück. Ach, der meckert doch nur rum, ungültige Strategie hier. So, das geht, dann bin ich froh. Also, wir starten von Position 24. Wie gesagt, es wird Schadensbegrenzung sein, dass ich jetzt ausüben muss, denn ich glaube, ich habe noch 13 Punkte Vorsprung vor Sebastian Vettel. Also, wenn ich das Ziel erreiche, bin ich gut, weil dann werden wir punktgleich, wenn er gewinnt. Ich hoffe, dass er nicht gewinnt. Aber wenn die Red Bull hier schon klar vorne sind, dann wird das echt eine harte Nummer werden. Für die WM. Eine richtig harte Nummer. So, Vettel auf der 1, Webber auf der 2, Alonso auf der 3, Sutil auf der 15, wir ganz hinten. Freut euch auf ein spannendes Rennen hier in Singapur. 61 Runden und der große Preis von Singapur beginnt. Jetzt! So, erstmal die ganzen Kleinen hier überholen. Und ich habe hier eine Lücke gefunden. Und ich arbeite mich gleich nach vorne. Auf Position 15 bin jetzt neben Perez. Jetzt bin ich neben Maldonado, da passiert nichts. Maldonado hat nachgegeben. Und den Aigaswari habe ich locker durch ein Manöver abgebremst. Durch ein klassisches Bremsmanöver. Und die habe ich hier alle sauber erwischt. Und damit bin ich schon in den Punkten auf Position 9. So, als nächstes ist der Heidfeld dran. Oh, kommt er von der Wand zurück und ich kam dann innen und bin auch an ihm vorbei. Also das ist schon Position 8 jetzt.
So, jetzt ist der Rosberg dran. Reifen bleiben komplett stehen. Ich räume aber räume den Rosberg vorne nicht weg. Ja, das Feuerwerk ist schon an, obwohl das Rennen noch gar nicht vorbei ist. Also das Setup funktioniert auch mit einem schweren Wagen, also da bin ich schon mal beruhigt. Und ich werde schon, ich habe auch schon so einen zu heißen Motor. Ich habe auch frischere Reifen als die Kollegen vor mir. Okay, kann keinen Angriff riskieren. Ich sollte mich eher darauf konzentrieren, auf meinen Motor, weil der fängt echt an zu überhitzen. Was natürlich die Leistung wieder beeinträchtigt, also ich kann jetzt nicht so ganz viel kommentieren, leider, weil ich muss mich ein bisschen doch konzentrieren. Also ich fahre schon jetzt raus aus dem Windschatten. So, und der Hamilton da hat wohl Probleme gehabt. Aber ich komme nicht vorbei. Ich komme nicht vorbei und das ist mein Problem. Und wieder ein Verbremser. Ich komme einfach nicht auf dieser langen Gerade nah genug ran. Oh, mein Motor ist jetzt wieder im grünen Bereich. Das ist gut. Das heißt, ich kann wieder ein bisschen mehr attackieren auf Rosberg. Das habe ich vor, aber ich muss mich da natürlich auch in einer Position befinden. Und die Position könnte jetzt kommen. Oh, die Gerade ist doch zu kurz. Oh. Ich kann es eigentlich nur jetzt auf der Start- und Zielgeraden gleich probieren. Oh, der Mercedes ist sowas von gut auf Topspeed ausgelegt, bestimmt. Ich muss wieder meinen Motor kühlen. Oh. Reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Dieser Rosberg hat so eine Topspeed. Und in den Kurven ist er einfach definitiv zu langsam, oh. Hm.
Ich verliere den Anschluss auf Hamilton dadurch. Nee, die ist zu kurz. Die ist einfach zu kurz, die Gerade. Und ich kann auch nicht besser rausbeschleunigen. Oh. Ich muss mir jetzt was einfallen lassen. Ich muss mir definitiv was einfallen lassen. Hier verliere ich zu viel Zeit hinter dem Rosberg. Rosberg ist definitiv der langsamste hier gerade von dieser Gruppe. Und das spüre ich leider. Oh, ich habe jetzt eine Idee, wie ich den kriege. Nämlich auf dieser ganz kurzen Geraden, da werde ich es versuchen gleich. Mit mehr Schwung ganz einfach. Entweder da klappt es jetzt gleich und mit vollem Kers. Oder es klappt nicht. Jetzt war ich zu weit weg. Ah. Hier nicht vorbei. Oh, Singapur. Ich dachte, der kann man leichter überholen. Das ist aber gar nicht so einfach hier. Ah, Kamikaze versuche ich erst recht nicht. Das ist... Ne, und die Skalenzigrad ist definitiv zu kurz zum Überholen. Da klappt's auch nicht. Jetzt aber. Und ich bin vorbei. Oh, ich bin vorbei. Das ist ziemlich gut. Jetzt kann ich Druck auf Hamilton ausüben. Das war eigentlich... Das hätte schon viel früher passieren müssen. Weil jetzt kann meine Aufholjagd beginnen. Auf die Fahrer da vorne. Du musst schneller werden. Dein Verfolger holt auf. Lass ihn ruhig aufholen, der kommt auch nicht an mir nicht vorbei. Weil ich jetzt davon eilen werde. Mit einer neuen schnellsten Rennrunde? Nee, doch nicht. Oh, ich muss aber richtig viel Zeit jetzt aufholen. So. Also momentan haben wir, glaube ich, Hamilton WM-Führer. Würde mich vom Thron verdrängen.
Oh, Frontflügel ist noch dran. Und ich habe vergessen, auf Fett zu stellen. Weil jetzt muss ich Zeit gut machen. Also, unser Teamkollege ist draußen. Ja, so richtig absetzen von Rosberg kann ich mich nicht. Und ich verliere auf Hamilton. Oh, das ist ganz schlecht. Wenn ich auf Hamilton schon Zeit verliere. Also ich kann doch nicht die Zeiten der Spitze hier mitfahren. Oh. Sieben, es hat sich nichts verändert. Was mache ich jetzt? Das ist jetzt die Frage, was mache ich jetzt? Muss aufholen. Was anderes bleibt mir gar nicht anderes übrig. Ich muss weiterhin aggressiv vorne weg, weil ich muss Plätze gut machen. Okay, jetzt bin ich wieder schneller unterwegs. Neue schnellste Rennrunde. Ich hole die Zeit richtig auf. Ganz nah an der Wand hier immer entlang. Okay, gelbe Flaggen in Sektor 3, da komme ich gleich hin. Sekunden, die muss ich erstmal finden. Oh, ein Safety-Car, das wird mir jetzt sowas von helfen. Oh, man darf nur mit 60 hier fahren. Oh Gott. Gott, das ist ja. Oh.
Boah, da waren die Stops immer so lange, 5,3. Verdammt, verdammt, Maldonado, ich komme hinter so einer Kampfgruppe raus. Nein! Oh, das ist doch voll bitter, ey. Oh, ich hoffe, dass ich auf die 3 da vorne schnell vorbeikomme. Oh, das war natürlich nicht optimal getimed. Da wäre ich doch lieber noch eine Runde länger draußen geblieben. Da stand jemand. An dem musste ich ja vorbeifahren. Der stand ja regelhaft. Und dafür kriege ich keine Strafe. Gott, das ist gut gemacht. Aber da stand ein Renault. Ein Renault gehört ja nicht zu den vorderen Regionen. Und das war ein kleiner Fahrfehler und die Reifen werden einfach nicht warm. Fette neue schnellste Runde. Zu zweit in jeder Kurve. Barrichello wäre eh in die Box gekommen. Ich muss Zeit gut machen. Oh. Oh, die fahren da vorne mir ein bisschen im Weg. Okay, was heißt ein bisschen? Verdammt, das war der Frontflügel. Boah, Boemi, fahr schneller. So, den habe ich mir geschnappt. Maldonado ist der nächste, den ich mir schnappen muss. Oh, jetzt verbremse ich mich. Achtung, Unfall voraus. Wer steht da? Ein Michael Schumacher. Okay. Das hilft mir auch nicht weiter. Gut, Maldonado geht auch an die Box. Damit bin ich jetzt Achter. So, ich muss weiterhin. Und Hamilton ist hinter mir. Ey, wie geil ist das denn? Habe ich ihn etwa in der Boxengasse überholt? Okay, das wäre richtig geil. So, Algasmori, kannst du auch bitte in die Box abbiegen gleich? Okay, ich überhole dich hier schon.
So, der Alonso ist der fünfte. Was liegt denn hier? Da lagen Teile. Und es kommt kein Safety Car raus. Das kann es ja echt nicht sein hier. Es muss für die Sicherheit gewährleistet sein hier. Okay, 3,7 auf Button. Betonung auf sollte mich vorbeilassen, aber das ist meistens nicht der Fall. Und ich muss weiterhin hier volles Rohr Gas geben. Jo, das stimmt sogar. Komm, Leo, sie macht doch Platz, ey. Oder werden ein paar Leute aufgehalten? Was ich mal eiskalt ausnutze. Aber die Überrundung können, die schwer mir definitiv in die Karten spielen. Ja, jetzt bin ich nämlich schon hinter Button. Und gegen das Übermanöver gegen Button. Okay, das habe ich gewonnen. Ich habe Button nicht berührt. Nein, er hat die Wand berührt. So, und die Offroad-Jagd geht gleich weiter. Dritter ist Massa. Die werden alle aufgehalten hier durch die Überrundungen. Katikeyan lässt mich gut durch. Okay, gegen den Wöschen, da musste ich ihn Überholmanöver einsetzen. Aber da ist der Massa schon. So, Massa, du bist mein nächster auf meiner Liste. Der gefährdeten Arten. Puh, es war nur die Wand. Okay, was heißt nur die Wand? Das hat definitiv Zeit gekostet. Okay, im 1-Sekunden-Fenster bin ich nicht. Podium wäre natürlich was Schönes. Aber bis dahin ist es noch ein weiter, weiter Weg. Okay, ich hole auf Massa auf, das reicht ja. Und wie ich denn auf. Wie ich auf ihn aufhole.
So, vorbei. Wieder ein faires Überholmanöver. So, Vettel ist der nächste irgendwo. Der Mark Webber fährt die schnellste Runde. Ja, ich bin aber genauso schnell. Also die beiden McLaren sollen sich da vorne nicht so sicher fühlen. Okay, McLaren gesagt, die beiden Red Bulls. Oh Gott! Da bin ich schon dabei. Bisschen auf die Turbos. Also die KI wird nur 3 Stops machen. Wenn ich auf 4 Stops gehe. So ein paar Überrundungen werden mir nicht schaden, ne? Von der Kurve habe ich hier Respekt. Das ist die Kurve, von der ich am meisten Respekt habe. In Singapur, diese, wo man kurz unter so einer Brücke rüberfährt. Von der Kurve habe ich Respekt. Also wenn du da dich einmal verbremst, dann bist du draußen. So, Mark Webber fährt eine neue schnellste Rennrunde. Oh, ich hänge immer ein bisschen hinten dran. Ich habe so richtig abgefahrene Reifen. So, Mark Webber könnte den nächsten Saisonsieg einfahren. Du musst schneller werden. Dein Verfolger holt auf. Ich bin schon dabei. Ich pushe hier ordentlich, was das Zeug hält. Nur um Sebastian Vettel einzuholen. Ich sehe ihn da vorne auch schon und auf Masse habe ich eine kleine Lücke herausfahren können. Spritverbrauch ist auch noch gut. So, das dürfte eine neue schnellste Rennrunde geben. Ja! Und was für eine. ...1,43,4. Also ich bin hier definitiv konkurrenzfähig gewesen, wenn ich nicht von ganz hinten jetzt hier das ganze Feld aufräumen muss. Runde 19. Also noch 2 Runden muss ich hier mitfahren. Ja, wo denn? Der Vettel wird nicht langsamer. Aber ich werde langsamer.
2,7. So, die Runde ist die Boxengasse für mich bereit und das heißt, die Aufholjagd gegen Vettel ist beendet. Und dann heißt es mit dem nächsten Satz attackieren. Und der Reifensatz, der muss noch mal leiden. Du musst diese Runde an die Box. Von Deku habe ich am meisten Respekt. Das wird sich nie ändern hier. So, nächster Boxenstopp. Sebastian Vettel ist weiter vorne. So, Masterstoff durch. Wo sagt er hier? Position 6, das wäre gut. Oh, ne, die Nase. Oh, nein. Lass es mich raus. Okay, das war noch ein guter Stopp. Und ich fahre nochmal eine Runde mit weich. So, das war mein zweiter Boxenstopp. So, noch zwei Stops. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hier mit einer Zweistoffstrategie durchfahren. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dass sie hier mit weich, hart, hart fahren. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich fahre doch nicht zwei Stops mehr als die. Das wäre schon ein Ding. Weil da müsste ich ja richtig aufholen. Wieder ein kleiner Fripsänger, stört mich aber nicht. So, jetzt komm schon, Kara, gib Gummi, gib Gas hier. Und man fehlt 15 Sekunden hier, das ist relativ viel. Okay, das wäre ein ordentlicher Fripsänger. Ich glaube, die Reifen sind immer noch nicht ganz auf Temperatur. Ja, doch, eigentlich schon. So, Runde 29. Es wird nochmal ein kurzer Zwischensport. Es war ein aggressiverer Zwischensport als der vorige. Ich bin komplett auf frischen Reifen jetzt unterwegs und kann voll attackieren. Das Schlimmste wäre jetzt ein Reifenplatzer. Oh!
Ja, also da waren sie auch auf 3-Stop-Strategie. Ich attackiere jetzt mal richtig. Ich weiß mal bei einer 1,41er Zeit, ja. Weil die sollen mir hier nicht denken, oh, das ist ja ganz einfach, den da zu schlagen. Aber ich bremse jetzt wirklich mit dem Reifen, dass ich auf der letzten Rille. Oh, da hinten ist, glaube ich, der Hamilton schon. Nee. Das war ich mit Rie. Ey, wenn du das einmal zu spät bremst, dann hast du echt ein Problem in dieser einen Kurve. So, die Runde war genauso schnell wie die andere. Wenn ich jetzt in die Box gefahren. Oh, das wäre herrlich. Und da kämpfen jetzt Fernando Alonso gegen Lewis Hamilton und ich. Na gut, den Hamilton werde ich, glaube ich, gleich auf der langen Geraden mindestens kriegen. Ja, Hamilton ist jetzt hier fällig. Und den Alonso nehme ich gleich mit. Jawohl! Das war eigentlich nicht so geplant. Und mich wundert, dass ich dafür keine Strafe bekomme. Weil dem bin ich ja voll reingekracht. Aber das hat trotzdem Zeit gekostet. So, 8,1 ist der Button weg. Mein Ziel. Das war schon wieder der Frontflügel. Oh, das muss doch nicht sein. Dann ist ja gut. Wir sind in Runde 24. Hamilton kommt nicht näher, der verliert eher Zeit. Und da habe ich fast schon wieder die Wand gesehen. Also ich hol auf.
Meins 43, ja, habe ich noch mein letztes Sektor was verloren, aber nicht auf Button, sondern auf meine Bestzeit. Die ich auch nicht mehr irgendwie fahren kann. Aber mein Auto wird leichter und das liegt mir eigentlich. Das liegt echt mein Fasti für besonders leichtere Autos. Ja, wie sieht es momentan in der aktuellen Formel 1 aus? Ja, ich würde mal sagen, Red Bull ist die stärkste Kraft momentan. Und dann Ferrari und dann Lotus. McLaren und Mercedes sind da jetzt echt abgeschlagen mittlerweile. Red Bull hat jetzt in zwei unterschiedlichen Rennstrecken wieder gezeigt, dass sie wieder vorne mit dabei sind. Und Ferrari ist auch aus seinem Tief jetzt raus. Also der Fernando Alonso, der ist jetzt ein harter WM-Konkurrent geworden. Was er nicht schon immer war. Aber dass er da so viel aus dem Ferrari in der ersten Saison einfach rausholt, Hut ab. Hätte ich nicht gedacht. Wenn mir jemand vor der Saison gesagt hätte, Fernando Alonso, der fit in der WM nach neuen Rennen, hätte ich den Vogel gezeigt, ja, ganz ehrlich. Den hätte ich für bekloppt erklärt. Nee, oder? Habe ich mir jetzt echt den Frontflügel kaputt gefahren? Nein. Doch, nein. Oh nein! Mal dieser scheiß Frontflügel, warum ist er jetzt ganz kaputt gegangen? Oh. Kein Einpress. Boah, ich komme gar nicht um die Kurve mehr, ne. Das kann's echt nicht sein. Hätte ich nicht in die nächste Runde oder in der Boxengasse sein müssen. 29. Ach, Menno. Und hat sich jemand gedreht. Und das ist der Felipe Massa. Danke. Der hat auch den Frontflügel verloren. Mann, ich komme gar nicht mehr um die Kurven. Das ist immer der Nachteil. Bei einem Skatkurs. Ich bin viel schneller im Sektor 1. Ja, ist klar, Kollege. Ja, ist klar. Und Frontflügel bin ich schneller. Ja, klar. Also, der Reifen muss 2 Runden länger halten als geplant. Und der andere muss 1 Runde länger halten. So, ich bin mindestens schon mal Fünfter. Kobayashi ist hinter mir. So, Hamilton hat 25 Sekunden jetzt Vorsprung natürlich. Ach, das kommt auch noch jetzt dazu. Mal Reifen werden warm. Das ist echt das Letzte, was ich gebrauchen kann. Kalte Reifen.
Aber mit denen komme ich besser um die Kurven als mit den Weichen da. Das freut mich schon mal. Komm, Liozi, mach bitte ganz schnell Platz. Mann, das ist... Das müsste man auch verbessern. Warum macht die KI in der Kurve langsamer? Wenigstens DS hat er mir noch gegeben. So, Hamilton war auch in der Box. Vettel ist jetzt Dritter, das ist gut. Für die WM. Aber vielleicht kann ich sogar Vettel hier noch schlagen. Das wäre natürlich am besten. Er hat 13 Sekunden Vorsprung. Ach, der Glock schon wieder. Ja, zu zweit in der Kurve fahren, damit ich ihn überholen kann. Oh Gott! Ich muss einfach aufholen jetzt da. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum steht da noch plus 3 Runden? Jetzt weiß ich es. Das war noch auf normal gestellt. Okay, dann ist es kein Wunder. Aber dann bin ich gut dabei, wenn ich die ganze Zeit nur auf normal gefahren bin. So, wer kommt aus der Boxengasse? Der Button. Button gibt nach, okay. Und damit bin ich jetzt auf dem Podium. Das heißt, ich attackiere jetzt die beiden Red Bulls da vorne noch. Du läufst auf Verkehr auf. Sei vorsichtig. Alter Katikeer, mach Platz. Okay, das akzeptiere ich noch als Platz machen. Ich muss Zeit aufholen jetzt auf Vettel. 13,3. Ja, ich weiß. Also Vettel würde momentan 3 Punkte aufholen. Und 3 Punkte bedeutet, ich habe dann immer noch die Führung in der WM. Aber das, ich kann jetzt nicht immer nur hinter Vettel reinfahren, das ist zu wenig. Spätestens wenn er das Rennen gewinnt, dann ist es zu spät. Deswegen, ich muss jetzt mal ein Signal setzen. In Monster wollte ich schon ein Signal setzen gegen Vettel, aber da hat es leider nicht gereicht. Und für den Anfang sah es in Singapur nicht danach aus. Dass ich Red Bull hier Paroli bieten kann, besonders nicht nach dem Regen-Qualifying. Aber im Trockenen bin ich ja richtig konkurrenzfähig.
So, jetzt hol ich auf 12,1. So. Das wird eine absolut schnellste Rennrunde. Und was für eine 1,47. Also Vettel, ich hol auf. Kleiner Tipp, ruh dich da nicht aus. Aber ich muss mit den Reifen länger fahren. Als bis Runde mal gut, wenn ich 45. Wenn die Reifen bis Runde 45 überschreien, ist das gut. Okay, da habe ich die Wand mit den Reifen berührt und nicht wieder mit dem Frontflügel. Huhuhuhu. Zehn Komma eins. Muss Vettel wieder überrunden? Oder bin ich hier wirklich so stark? Neun Komma zwei. Sauber. Oh, stellt euch da wieder auf ein spannendes Duell mit Sebastian Vettel ein. Das sind eigentlich Duelle, die ich sehen möchte. Oder die ich auch haben möchte, sage ich es mal so. Okay, ich glaube, meine erste Verwandlung von Ab für Abkürzen. Und ich nehme die Reifen hier sehr hart ran. 7,7 nur noch. Und der Sebastian, der muss auch definitiv noch einmal zur Box. Da gehe ich mal stark von aus. Nochmal neue schnellste Rennrunde. Sauber. Ja, das ist mein Ziel. Weil sonst kann ich keinen Blumentopf mehr gewinnen. Es muss heißen, voller Angriff. Ich würde gerne mehr kommentieren, ja, keine Frage, aber ich muss mich hier echt konzentrieren. Ich
Ich höre besonders im Mittelsektor auf. 5,9. Ist das richtig gut? Da fehlte echt nicht viel für die Wand. Also in Skatkursen bin ich eigentlich immer gut. Weil ich liebe so dieses nahe Ranfahren an die Wand. Das liegt mir irgendwie. Auch wenn ich dann manchmal die Wand knutsche. Fünf Sekunden muss ich noch aufholen und dann vorbeikommen. Ihr könnt euch denken, woran scheitern wird am Vorbeikommen. Obwohl der Red Bull ist ja kein Auto, was auf gerade besonders stark ist, sondern in Kurven. Ja, ich bin deutlich im zweiten Sektor schneller. Also im zweiten Sektor, da hole ich richtig Zeit auf. Ist er das da vorne schon? Ja, das könnte ja schon sein. Also wer das Setup gerne möchte, kann gerne das in den Kommentar schreiben. Weil das Setup funktioniert richtig gut mit dem Force India hier. Richtig aggressiv fahre ich jetzt hier. Okay, die müssen noch 10 Runden halten. Ja, das bezweifle ich aber. Das bezweifle ich echt, dass die noch 10 Runden halten. So, jetzt wird Vettel aufgehalten. Das ist Perez. So, da ist der Vettel schon. Von Flug ist noch dran, ja, der ist noch dran. So, damit hat bestimmt Vettel gar nicht gerechnet hier in diesem Rennen. So, war mal der von Startplatz 24 hier gegen mich kämpft. Was habe ich vor? Das habe ich vor, dass ich die Menge zurechtlege.
Und der Runde kommt er vorbei. Ja, er kommt vorbei, verliert aber auch extrem viel Zeit. Okay, da bremst er aber richtig, richtig rein. Ich bin aber deutlich schneller als der Vettel hier. Also, ich könnte hier ganz schnell an Vettel vorbeiziehen gleich. So, wo schnappe ich ihn mir? Ah, die lange Gerade da. Hier muss man ganz besonders auf seinen Motor achten, ist mir aufgefallen. Weil hier fängt er richtig schnell an zu überhitzen. Wenn man lange hinter einem Vordermann herfährt. Ich habe eine andere Idee. Ich warte einfach mal auf meinen Boxenstopp. Also, kann ich die Reifen ein bisschen noch schonen hier hinter Vettel? Also ihr seht schon, ich fahre aus dem Windschatten raus, nur um den Motor zu kühlen. Weil wenn der nicht ausreichend gekühlt ist, dann kann ich auch einen Motorschaden mal bekommen. Hatte ich noch nie. Ne, das reicht nicht. Das Auto vor dir hält dich auf. Du musst überholen. Im Moment wirst du im Sektor 1 schneller. Ich glaube, ich bin momentan in jedem Sektor schneller. Aber das hilft nichts. Hohe 1,43. Jetzt kommen wieder Überrundungen ins Spiel. Deswegen werde ich auch fett wieder stellen. Wo fährst du denn hin?
So, Beschleunigungsduell. Und das geht an mich. Liuzzi. Damit sind wir Zweiter jetzt und damit, oh, eigentlich die Position, die ich haben möchte. Sagst du mir aber relativ früh, dass ich nicht hochdrehen soll. 16,2. Und wir fahren noch 21 Runden. Schaffe ich das noch? Ja, jetzt kann ich endgültig hochdrehen. Mein Hintermann soll mich also einholen, ja, das bezweifle ich. Oh! Da stand mein Auto mal komplett quer und wollte sofort sich drehen. Meine Reifen gehen auch so langsam in die Knie. Oh, die sind schon rot, das sehe ich ja jetzt erst. Planänderung. Ich lege einen Zwischensport noch ein, also ich mache eine 5-Stopp-Strategie. Oh. Scheiß. Scheiß Verbremser, scheiß Reifen. Die sind schon tot. Die sind tot. Lass mich raus. Hamilton auch noch an mir vorbei. Aber wo lebst du eigentlich? Ich glaube nicht, dass die Reifen 20 Runden überleben werden. Deswegen volle Attacke. Also Fünfter bin ich definitiv schon mal. Alter, was ist denn jetzt los? Das kostet einfach zu viel Zeit, was ich gerade mache. Ja, Verwarnung nehme ich gerne an. Komm schon. Come on. Los. Jetzt. So, Reifen werden jetzt erst richtig warm.
Sektorbestzeit. Ich habe noch einen harten Reifen, der ist neu. Ma, können die nicht einständig mal manchmal Platz machen? Vor allem, aber gut, in Singapur ist es wieder was anderes mit Platz machen. Deswegen werde ich ja Reifen jetzt hier dran nehmen. D'Ambrosio, was machst du? Er ist Zwölfter. Neue schnellste Rennrunde. Wieder die Wand berührt, also ich attackiere hier voll jetzt. Weil ich erwarte, dass die auch nochmal alle reinkommen. ...7,1 beziehungsweise 7,2 Sekunden nur noch. ...1,39,3. Also hier wäre viel drin gewesen, wenn das Qualifying trocken gewesen wäre. Dann wäre eigentlich nur der Sieg drin gewesen. Aber so ist es für euch interessanter, wie ich hier ein Fahrfehler nach dem anderen reinbaue. Und hier das Rennen eigentlich immer manchmal wirklich wegwerfe, also für eine gute Position. So, Hamilton. Die müssen noch einmal alle rein. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dass sie das Ding jetzt zu Ende fahren. Und da passiert es auch. Hamilton ist abgebogen. Vettel auch. Button wird es auch noch machen.
Ich kann den Fetzi echt schlagen. Oh, das wird der Mark Webber sein. Komm mal, Ronaldo, mach Platz bitte. Danke für das DS. Ja, die wollen auch noch mal hart. Ich habe auch noch einen harten. Aber dass der Reifenverschleiß hier so hoch ist, ja, dass ich echt auf 5 Stops gehen muss, das ist beachtlich. Na gut, die 5 Stops wären ja ohnehin nicht gewesen, wenn ich nicht so leichtfertig immer den Frontflügel kaputt gemacht hätte. Habe ich aber leider. Ein Stop werde ich noch machen. Frontflügel ist noch dran. Das wird dem Team aber wenig gönnen, wie viele Frontflügel ich hier verbraucht habe, wenn ich hier das Ding jetzt mit dem zweiten Platz beende. ...7,2 auf Vettel. Da fehlen noch einige Sekunden. Ich würde nach dem Boxenstopp auf Position 4 rauskommen. Was wäre das Ziel? Der Markt, der holt auf in der WM noch. Was hilft mir eigentlich nur, wenn er jedes Rennen gewinnt? Weil dann holt Vettel keine Zähler. Etwas zu spät gebremst. Aber es ist ja nichts an der Tatsache, dass es trotzdem eine schnelle Runde war. Das ist, wenn man 100% geben muss.
Wie gesagt, das ist der Preis, den ich jetzt zahlen muss. Oder die letzte Kurve ist echt so eine heikle Kurve hier bei mir. So, also in zwei Runden werde ich, glaube ich, dann den Boxenstopp antreten. 12 Sekunden noch. Auf Werber hole ich auch auf. Neun Komma zwei, ja gut, der Weber. Das Problem ist, ja, Reifen halten das einfach nicht aus. Ach, das auch noch. So, danke, Boemi. Das war aber nicht sehr klug vorbeigelassen von dir. Weil das hat mir mal wieder ganz viel Zeit gekostet. Vettel weiß auch, welche Spuren es geschlagen hat. Vier Komma zwei, was ist denn jetzt passiert da vorne? So, Weber scheint wohl jetzt. Oh, wir sind jetzt gleich bei den ganzen Überrundungen. Und da werde ich jetzt vielleicht meinen Boxenstopp zwischenschieben. Und das wäre ein Furbsänger. So, hier sind die beiden Lotus.
Die halten mich auf. Nein, das war falsch. So, hart natürlich. So, genau, neue Reifen rauf. Raus, genau, raus. Weil der fährt jetzt an mir vorbei. Und ein Button kommt. Super Teamwork. So, mal gucken, was jetzt für Rundenzeiten möglich sind, doch um auf Vettel noch aufzuschließen. 15 Sekunden! Okay, das wird echt eine harte Nuss. Vor allem mit kalten Reifen! Habe ich vor. Die Reifen werden und einfach noch nicht warm. Aber was haben wir noch für einen Rückstand? 8,9. Das ist möglich. Bin deutlich konkurrenzfähig hier gewesen. Noch 7 Sekunden. KTK, was soll das? Oh. Nur noch 6 Sekunden. So, dann Brosi, du machst mir gut Platz. Schlecht genommen.
So, den Vettel, den möchte ich noch kriegen. Nur noch 5 Sekunden. Es waren mal 15. Was hat Zeit gekostet? Drei Komma sieben. So, Vettel. Du bist noch fällig. Da bin ich auch schon. Dran an ihm. So. Angriff, Attacke, vorbei. Das war eure Wunschposition. Meine war die Wunschposition ein Platz vor Vettel. So, wo ist der Webber? Ach ne, 20 ist zu viel. 20 ist zu viel. Da muss ich um den Kurs ja fliegen. Vettel kann mir nicht folgen. Also, das wird ein zweiter Platz werden hier.
Ich versuche vielleicht doch noch was auf Mark irgendwie zu reißen. Wo ich das nicht mehr glaube. Naja, 15,6, ne. Da muss Webber vorne noch aufgehalten werden. Damit ich den überhaupt noch mal ansatzweise angreifen kann. Weil hinkommen, das könnte noch funktionieren. Aber mir würde ein oder zwei Runden fehlen, dann, um nur noch vorbeizukommen. Jetzt haben wir denn noch drei Runden und noch die, und das sind den Rest von dieser. Muss ich aus der Trickkiste jetzt zaubern. Wo sind die Überrundungen, wenn man die mal braucht? Ja, ich kann draußen bleiben. Komm schon, Mark wird aufgehalten. Sind die Reifen auch endgültig? Jetzt will ich es auch nicht mehr drauf anlegen lassen. Jetzt will ich diesen zweiten Platz nach Hause fahren. Bei nächstes ist es noch schlimmer, als diesen zweiten Platz eigentlich noch wegzuwerfen. Aber der Sprit reicht locker. Okay, noch mal eine Verwarnung wegen Abkürzens. So, und dann kommen wir gleich zur letzten Rennrunde.
erst eine Runde zurück. Er sollte Platz machen und dich vorbeilassen. Jetzt könnte der Markt doch noch aufgehalten werden, weil jetzt. Boah, ich habe auch. Ja, das ist jetzt die Runde. Schade, wenn der Mack der Fahrer in der Mitte gewesen wäre, dann hätte ich ihn noch gekriegt. Aber so reicht's nicht. Oh, ihr hättet ein bisschen früher auftauchen müssen. Ja. Oh, zweiter immerhin. Oh. Ein hartes Rennen, ein sehr, sehr hartes Rennen! Puh! Meine Zunge komplett, meine Lippen komplett trocken, oh Gott! Also, wir gewinnen 18 Punkte, schon mal für die WM. Also Mark Webber gewinnt mit nur 2,6 Sekunden Rückstand vor mir. Dritter ist Sebastian Vettel, vierter Cole ist Jensen Button, fünfter Lewis Hamilton, der Sauber schafft es auf Position 6 mit Kobayashi. Alguersuari war 7. Buemi ist 8. 9. ist Maldonado, 10. ist Rubens Barrichello. Folgende Fahrer sind ausgeschieden. Haben aber eine lange Liste. Beide Ferrari, beide Mercedes, beide Lotus und mein Teamkollegen. In Namen spricht es sich so aus. Massa, Alonso, Heidfeld, Schumacher, Rosberg, Petrov, Sutil. Ich kann davon 24? Und kämpft noch fast um den Sieg mit einer 5-Stop-Strategie. Ja, mit einer 5-Stop-Strategie. Wer das Setup möchte, einen Kommentar bitte. Und jetzt kommt die Fahrer-WM. Yeah, yeah, yeah. Ich bin immer noch Erster mit 212 Punkten. Vor Sebastian Vettel 196. Der Mark Webber ist jetzt 5. Der holt aber richtig kräftig auf hier. Müssten auch jetzt vor Ferrari liegen wieder. Aber das kommt gleich. Hamilton 3. mit 167. Button ist 4. mit 949. Also ist hier eigentlich nur noch ein Zweikampf um diese WM zwischen mir und Sebastian Vettel. Also Deutschland, das wird das Land sein, was den Fahrradtitel holen wird. 6. Fernando Alonso ist auch schon abgeschlagen. Den habe ich eigentlich schon besiegt als Rivale heute wieder. Er ist ausgeschieden. Massa 7. 8. Schumacher, 9. Rosberg, 10. Heidfeld. Nur um den Deutschen nochmal zu erwähnen. Ja. Konstruktorswert, dann sind wir von 4 auf 3. Wir haben die Ferraris überholt. Das freut mich. Weil vielleicht kriege ich so ein Angebot von Ferrari. Red Bull 339, McLaren 316, wir 217 im Force India, Ferrari 206, das wird aber trotzdem noch ein harter Kampf. Mercedes und Lotus können wir hinter uns lassen. Da mache ich mal einen Haken dahinter.
Ja, Sauber, Toro Rosso und die drei kleinen E. Also das war WM-Stand. Werde Vierter oder besser haben wir erreicht. Wir sind angekommen in Red Bull Sandwich. Ja, komm, den jetzt auch noch, den hier noch kriegen können. So, ein Interview haben wir natürlich auch noch. Sind Sie mit Ihrer heutigen Leistung zufrieden? Heute ist einfach alles nach Plan gelaufen. Wir hätten den Sieg holen können, ja, hätten wir auch. Macht Ihnen das Überholen Spaß? Das ist einfach, wenn man sich das Auto verlassen kann. Überholen gehört nun mal zu diesem Beruf. Ich vertraue dem Auto nicht, es ist sehr schwierig. Nein, es ist einfacher, wenn man sich auf sein Auto verlassen kann. Halten Sie sich für einen Titel, ich denke, wir sind aus dem Rennen. Nein, wir werden definitiv ein Wörtchen mitreden. So, natürlich haben wir auch eine neue E-Mail. Sogar zwei. Vertragsangebot von Williams. Okay, gelesen, nicht angenommen. Und ach, da Podiumsplatzierung haben wir schon. Das hört sich doch ziemlich gut an. Dann springen wir jetzt nach Japan. Mark Webber schlägt mich in Singapur. Ja, das ist nichts Neues. Wir wollen noch mal einen Podiumsplatz, das ist auch nichts Neues. Der wird 16, das habe ich schon locker erreicht. 5 Rennen kommen noch. Und wir haben eine Level Up von Level 10 auf Level 11. Rennen 15, Saison 1. Japan. Suzuka. Formel 1 Grand Prix von Japan 2011. Und damit sage ich, wenn diese schöne Filmsequenz vorbei ist, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Formel 1 2011.